Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Clash Royale hier auf Mazes Clash Channel. Ich habe in der Zwischenzeit die Truhen hier unten ausgeleert. Ich habe immer, wenn eine fertig war, wieder eine neue gestartet. Aber ansonsten habe ich gar nichts gemacht. Ich habe nur die Truhen praktisch ausgeleert. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, so ein Handyspiel zu Let's Playen, aber so dürfte das schon ganz gut gehen. Die Kämpfe werde ich praktisch alles nur in den Videos machen. Ich habe jetzt hier über Nacht noch eine Goldtruhe geöffnet, beziehungsweise öffnen lassen, und jetzt ist sie bereit und wir schauen jetzt mal in diese Goldtruhe rein. Hoffentlich finden wir was Gutes. Oh, 76 Gold. Yes, Speerkobolde können wir verbessern auf Level 3. Pfeile, von denen habe ich schon ein paar mehr jetzt in den letzten Truhen gedroppt. Die können wir auch verbessern. Wunderbar, Bogenschützen, auch sehr, sehr wichtig. Die sind ziemlich, ziemlich gut. Oh, und eine Musketierin, wobei ich die persönlich nicht gar so mag. Gratistruhen können wir auch noch öffnen, da schauen wir auch gleich mal rein. 23 Gold, noch mehr Speerkobolde, noch mehr Pfeile. Ui, und ein Mini-Packer, den können wir auch schon verbessern. Eine weitere Gratistruhe bleibt uns hier noch. Normale Kobolde, ein Ritter und noch ein paar Pfeile. Dann springen wir doch gleich mal hier rüber. Ich habe jetzt über Nacht, glaube ich, nichts Neues bekommen, beziehungsweise in den Truhen nichts Neues, aber wir haben sehr, sehr viele Upgrades. Wir schauen jetzt mal mit diesem Deck, das sind beides, glaube ich, dieselben Decks, nur dass ich die Kobolde mit Speerkobolden ausgetauscht habe. Wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Deck hier und verbessern mal die Pfeile, die sind sehr wichtig. Da-da-da-da. Flächenschaden plus 13, Kronturmschaden plus 5. Pfeile sind wirklich sehr, sehr wichtig, denn wir müssen damit immer die gegnerischen Minions oder Kobolde besiegen. Den Packer verbessern wir doch auch noch gleich, den Mini-Packer. Auf Level 2, 60 Trefferpunkte mehr, das sind plus 10%, nicht schlecht. 18 Schaden pro Sekunde mehr. Gibt natürlich wieder reichlich Erfahrungspunkte und wir haben sogar genügend Geld, locker, locker, um die Bogenschützen auch noch zu verbessern. Die Kobolde können wir auch noch verbessern. Hoi, richtig, richtig viel hier nach den paar Truhen, die ich hier geöffnet habe. Und die anderen beiden hier lassen wir einfach mal, weil wir wissen ja jetzt nicht, was wir jetzt noch bekommen. Ihr seht, ich habe freie Truhenplätze und eine Kronentruhe. Heißt, wir werden uns jetzt die kompletten Truhenplätze wieder vollkämpfen und auch die Kronentruhe schauen, dass wir die bekommen. 120 Pokale haben wir gerade und jetzt springen wir gleich mal rein in den ersten Kampf. Gegen einen Koreaner, Chinesen, irgendwie sowas, auf Level 2. Jetzt überlegen wir mal, wie wir starten. Ganz langsam hier mit Bogenschützen hin, links hinten. Oh, shit, shit, shit. Nicht gut. Kobolde, Kobolde. Der Prinz am Anfang, das ist wieder ganz, ganz nervig. Wahnsinn, hei, hei, das gibt's doch nicht. Was machen meine Bogenschützen da? Die sollen auf den Prinz gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja mal ein richtiger Fail hier. Geht ja gut los heute. Naja, dann pushen wir mal auf der Seite mit einem Riesen und mit dem Drachenbaby. Und vielleicht schicken wir auch noch einen Mini-Packer hinterher. Ja, das machen wir. Komm schon, Mini-Packer. Der Mini-Packer läuft da einmal außen rum und lässt sich natürlich wunderbar von allen Kobolden hier ablenken. Aber jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Das war die Revanche dafür, dass er seinen Prinz gleich am Anfang gesetzt hat. Da drücken wir ihm gleich mal einen zerstörten Tower rein. So, jetzt heißt es wieder langsam aufbauen. Ja, nicht unseren Turm links verlieren. Wobei der sehr wahrscheinlich auch kaputt geht. Er muss ja nur irgendwas draufwerfen. Na, das war nicht so gut. Dann pushen wir mal auf der anderen Seite und machen Platz für den Babydrachen auf der linken Seite. Er wird definitiv den Turm holen. Oder auch nicht. Ja, doch wird er. Dafür pushen wir auf der rechten Seite. Ich hätte vielleicht rechts noch was hinterher schicken sollen. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Ich hoffe, mein Bomber macht jetzt wenigstens noch ein bisschen Schaden hier. Der Drache links, der dürfte sich links um alles kümmern. Und der Bomber... Ah, komm schon. Schafft er es? Schafft er es? Schafft er es? Yes. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir einen Prinz links. Den Prinz lenken wir ab mit den Bogenschützen. Und setzen dann den Packer, um ihn zu besiegen. Yep, sehr gut. Ah, der Bomber nervt natürlich wieder ein bisschen. Jetzt gehen wir einfach... volle Pulle drauf hier. Na, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Sollen wir verteidigen oder voll drauf gehen? Ich verteidige halb und gehe halb drauf.
Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir probieren es einfach mal. Und noch ein Bogenschützen oben. Unser Riese dürfte ziemlich viel Schaden machen. Ja, das geht schon, das geht schon. Jetzt noch ein Riesen rein und das war's für ihn. Das war's! Wunderbar. Es sah zwischenzeitlich nicht so gut aus, aber wir haben das Ding richtig schön gedreht. Gewinner Mazze, plus 30 Trophäen. Dann sind wir jetzt bei 150 und wir haben 3 Kronen noch geholt. Dann starten wir doch gleich mal die Silbertruhe und gehen gleich mal in den nächsten Kampf. Oha, Junior Factor aus dem Clan Hunter, und zwar ein Level 3er. Das ist, glaube ich, der erste Gegner, der stärker ist als wir selber. Schöne Starthand, ich mag die überhaupt nicht. Kobolde links. Ein Bomber da, um die Kobolde zu besiegen. Vielleicht unseren Riesen vorne weg. Und Mini-Packer hinterher. Oh, er hat Hexen. Aber das ist ganz gut. Wir haben unseren Bomber da. Ich hoffe mal, dass der jetzt auf die Hexe langsam geht. Bomber sind allgemein gegen Hexen richtig gut. Unser Packer kämpft sich hier durch. Rechts kommen ein paar Kobolde. Unten, da setzen wir mal unsere Bogenschützen. Haben wir super gekontert. Links unter unser Packer ist auf dem gegnerischen Turm drauf. Bomber hinten dran und auch noch ein Riese. Und wir setzen auch noch einen Drachen. Da machen wir richtig, richtig viel Schaden. Sehr schön. Unser Babydrache holt da noch ein bisschen was. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Langsam aufbauen oder voll Push wieder links hinten rein, oben. Wir tun so, als würden wir jetzt erstmal langsam warten und gehen dann links. Die Bogenschützen. Gehen dann links, setzen dann auf den jetzt frei gewordenen Platz dann unsere Truppen. Ich spare jetzt nur noch, damit ich den Riesen und den Mini-Packer gleichzeitig setzen kann. Und unser Bomber kommt da jetzt auch. Da setze ich jetzt direkt mal meinen Riesen vorne weg und dann meinen Mini-Packer links hin, damit die links rumlaufen und nicht rechts auf den anderen Turm, sondern wirklich auf den Kronenturm. Ja, das dürfte es gewesen sein. Das wäre dann somit unser erster Gegner, der stärker war als wir, den wir besiegt haben und auch noch mit 3 Kronen. Bis jetzt auf den unteren Levels ist das wirklich sehr, ja, sagen wir, einfach. Schon, definitiv. Bis jetzt ist ja alles relativ gut verlaufen. Wenn man dann höher wird vom Level her, dann wird es echt teilweise wirklich kompliziert. Und dann gibt es auch stärkere Gegner. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Spielerfahrung. Auch wenn ich immer noch relativ viele Fehler mache, so was das Kontern angeht, weil das ist wirklich das Hauptaugenmerk von diesem Spiel, dass man weiß, welche verschiedenen Truppen man mit welchen Truppen kontern kann, damit man dann im Endeffekt einen Elixierbonus rausarbeitet. So, Gegner hat... Oh, der Gegner hat auch einen Drachen. Das ist nicht so super. Das ist nicht so schön. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Und dum-dum-dum-dum. Ja, sieht ganz gut aus. Dann schicken wir doch mal noch einen Mini-Packer hinterher, solange unser Drache da noch ein bisschen im Gefecht steht. Na wunderbar, er hat einen Riesen zum Ablenken. Ich setze einen Bomber hinterher. Und der Gegner hat auch einen Mini-Packer. Das ist nicht so schön. Wow, hat unser Bomber viel Schaden gemacht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also obwohl wir hier unser Push im Nichts verpufft ist, haben wir doch 200 Lebenspunkte vom gegnerischen Turm hier abknöpfen können. Oh, ich habe volles Elixier. Ich rede und rede und rede und habe volles Elixier und passe hier gar nicht auf. Sollte ich mich mal mehr auf das Spiel konzentrieren. Aber es ist noch so eine Sache. Komm schon. Ja, mein Drachelchen macht da wieder schön Schaden. Aber der gegnerische Drache nervt natürlich wieder. Mein Mini-Packer hinterher sollte sich um den Bomber kümmern. Hat er gut gemacht. Und noch ein gegnerischer Mini-Packer. Da setzen wir jetzt unsere Bogenschützen links hin, um den zu kontern. Unser Drache fliegt natürlich wieder einfach komplett zurück und lässt sich abschießen vom gegnerischen Turm. Hast du super gemacht, Babydrache. Hast du super gemacht. Wunderbar. Okay. Hier kommen ein paar gegnerische Truppen. Ein Bomber vorne weg. Oder hinten ran, je nachdem. Oh, finalen 60 Sekunden. Wir pushen jetzt weiter auf den linken Turm, weil den haben wir schon wirklich richtig angeschwächt hier. Ah, hier kommt wieder ein gegnerischer Babydrache. Aber bis jetzt hat ja alles ganz gut funktioniert. Wir müssen jetzt nur... Oh, der Babydrache ist das Problem. Der Babydrache ist das Problem, weil den kriegen wir nicht down hier mit unserem Packer.
Da müssen wir schauen, dass wir jetzt hier hinten... Ich muss Sachen loswerden. Ich brauche meinen Babydrachen wieder, um den Gegnerchen... Ja, will er mich verarschen? Zwei Babydrachen hier gibt's ja gar nicht. So, jetzt aber voll Druck hier. Jetzt hat er gerade keine Babydrachen mehr. Jetzt dürften wir eigentlich hier auf dem Bodenweg relativ sicher sein. Komm schon Riese, ein paar Schläge noch. Babydrache nochmal hinterher, unser Mini-Packer. Ja, okay, das wird Overtime. Oder wisst ihr was, ich mach's einfach so. So geht's auch. Habe ich gar nicht dran gedacht. Na klar, schieße ich einfach den gegnerischen Turm ab. Warum auch nicht? Ich finde, das ist schon okay, wenn ich mich da ein bisschen reingearbeitet habe und die meiste Zeit von dem Schaden auch durch meine Truppen gemacht habe. Dann ist es okay, wenn man am Ende die gegnerischen Turm einfach so abschießt. So, wieder ein Level 2er. Vielleicht kriegen wir wieder... Oh, das kann ich wieder mal nicht lesen. Ja, der ist schon ein bisschen höher als wir. Vielleicht kriege ich wieder 3 Kronen hin. Mal schauen. Ich gehe langsam. Drachenbaby auf der rechten Seite. Okay, doch nicht langsam. Riese. Und Bogenschützen. Oh, ein Prinz. Da müssen wir mal... ein Bomber hinterher. Ich weiß es nicht. Oder ein Kobolde. Eieieiei. Das war auf der linken Seite nicht so super. Ich habe leider keine Ahnung, was ich jetzt mache. Der Prinz stirbt hoffentlich gleich. Ich nehme jetzt die paar Schüsse hier einfach in Kauf und gehe einfach volle Pulle drauf. Auch wenn das... Ah ja, was heißt volle Pulle? Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Egal, wir sind eigentlich relativ gleich gerade. Okay, wir sind nicht gleich. Es sieht nicht so super aus. Jetzt muss ich echt mal nachdenken. Ich glaube, ich war hier wieder einfach viel zu schnell dran. Viel zu schnell hier, viel zu viele Truppen rausgehauen. Da hätte ich ein bisschen länger warten sollen. No risk, no fun, oder wie? Lieber nicht. Riese zum Ablenken. Kobolde zum Schaden machen. Komm schon, Kobolde, schnappt ihn euch. Einen Bomber, das ist nicht so schön, aber der greift meinen Riesen an, das ist gut. Dann setze ich unseren Bomber hinten hin und dann haben wir hier so einen kleinen Push auf der linken Seite. Wenn der Riese das überlebt, bis er da ist, ich glaube nicht. Dann müssen wir uns wieder um den Mini-Packer kümmern. Und um die Kobolde hier. Was machen wir? 912 am gegnerischen Turm. Und der Kronenturm hat noch 1297. Ja, dann schauen wir mal. Riese vor den Mini-Packer. Oh, das war zu spät. Ja, das geht schon. Geht schon. Kobolde hier um den... Dankeschön, Drachenbaby. Eieieiei. Wir machen ungefähr beide zur gleichen Zeit dasselbe. Aber ich habe jetzt immerhin habe ich hier den zweiten Turm schon geholt. Jetzt pushen wir. Noch ein zweiter Riese, Kobolde hinterher. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Bogenschützen hier, um den gegnerischen Prinz aufzuhalten. Und noch ein Bomber hinterher. Ja, yes, 3 Kronen. Puh, das war knapp. Hätte der Prinz da noch ein bisschen Gas gegeben und uns angegriffen, dann wären wir echt in die Bredouille gekommen. Du.